Ihr seht hinter mir, fangen die Finals gerade schon an. Die Fahrer fahren sich gerade ein. Was hier schon wieder abgeht, ist wirklich unnormal. Ich filme ein bisschen das Warm-up und danach geht es dann los mit den Runs. Dazu gleich mehr. Warm-up ist jetzt vorbei, also das, was ihr bis jetzt gesehen habt, ist ja schon völlig gestört. Ich bin mal gespannt, was die in dem Run jetzt noch toppen wollen. Also es ist ja nicht mehr normal. Ihr seht hier gerade die 10 besten Scooterfahrer der ganzen Welt und seid auf jeden Fall hyped auf die Runs, die genau jetzt auf euch zukommen werden. Richtig gespannt, jetzt droppt mein Vorbild ein. Also seid gespannt auf diesen Run, der wird auch Zerstörung. So, Kira, was denkst du, kommt jetzt auf uns zu? Also, er ist nicht Erster und hat jetzt noch seinen letzten Run. Ich erwarte in dem Run so Double Flare Bar oder Double Flare Whip oder so. Double Front Flip, vielleicht Double Front Flip Tuck. Ich glaube, er wird jetzt alles geben, dass er wirklich jetzt... Oh, er fährt! Let's go, let's go, let's go! Jetzt kommt Jaden Sharman, er ist bis jetzt Erster und wird es auch hundertprozentig bleiben. Wenn, dann hätte er nur noch von Jordan Clark runtergekickt werden können. Aber jetzt kommt sein zweiter One, er legt trotzdem safe noch einen rauf. Das war auf jeden Fall das Finale von Extreme Barcelona Pro. Es war absolut gestört. Ich gönne es Jaden 100% den ersten Platz. Schreibt gerne in die Kommentare die Minutenanzahl oder den Fahrer, von dem ihr am meisten überzeugt seid. Wir sehen uns beim nächsten Video. Lasst gerne ein Like und ein Abo für mehr da. Peace.